Kaffee hier. Machen wir einen Kaffee, bis alle da sind. Ja, ja, merkt man. Ladies and Gents, ich muss eine andere Kaffeemaschine nehmen, die funktioniert gar nicht. Die andere geht nicht. Hat das nicht mehr Ursula? Also du willst keinen Kaffee? Ja, wenn du gerade drauf bist. Ja, ich mache dir schon einen. Ja, ja. Das ist ja eigentlich das erste Mal, sonst kommt immer nur der Dennis für die Live-Geschichten. Okay. Und der sagt dann immer nichts. Da haben viele schon gelacht letztes Mal. Der setzt sich immer hier und sagt dann nichts, wenn es nicht sein Stream oder wenn es nicht sein Video ist. Aber ich hoffe, dann bist du jetzt hier alles. Wisst ihr was oder nicht? Ein bisschen mild, ja. Morgen, Ladies and Gents, wir kommen gleich. Wir tun uns vorbereiten. Hey Christian, ich denke, du bist im Zoo heute. Markus, Peter, guten Morgen. Weißt du was, wenn du heute schon da bist, kannst du mir einen Gefallen tun. Wenn da Fragen kommen, bleib nur sitzen. Wenn Fragen kommen, dass du mir die beantwortest, dann frage ich das nicht. Weil okay. Ich plane ja sowieso jemanden zu engagieren, der uns oder mir dann hier bei den Livestreams hilft, weil wir wollen ja immer mehr Fragen und Antworten hinkriegen. Was schreibt der? Der Christian hat gerade einen Dienst gemacht. Ja, andere machen manchmal so Stories auf Instagram und dann soll ich Fragen beantworten. Wir kommen gleich hoch. Moment, ich gehe mal schnell in die Gruppe rein, dann drücke ich dem Patrick mal schnell den Laptop in die Hand. So, dann machen wir nämlich hier leise. So, dann kannst du schon mal gucken, wenn da jetzt irgendwelche Kommentare kommen, da kannst du die natürlich anschauen. Ja, also die kommen jetzt da rein, dann kannst du mal gucken, ja, der Dirk ist da, du kannst schon alle mal begrüßen. Ich sehe mich jetzt. Ich sehe mich jetzt. Sag mal hallo. Frau Hochstamm, hi. Wir kommen gerade zu euch hoch, ich mache dem Patrick noch einen Kaffee jetzt. Guten Morgen, wer ist denn schon alles da? Hey Günther, hast du keine Messe oder beziehungsweise bist du nicht im Verkaufsraum? Didi, Andreas, Peter habe ich schon gesagt. Ludger, guten Morgen. Wir kommen gleich hoch, wir zeigen gleich unsere Gesichter, das ist klar. Aber ich muss noch schnell einen Kaffee machen für den Patrick, dass der wach wird. Der ist ja heute aus der tiefen Schweiz gekommen. Von wo bist du gekommen heute? Von Obwalden. Patrick kommt von Obwalden und das ist in der Nähe vom Vierwaldstätter See. Also eigentlich fast schon Zentralschweiz. Das ist der Mittelpunkt der Schweiz. Ja. Dort wurde ja auch die Schweiz durch den Rüttli-Schwur geboren. Aber das war, ich rede ja auch ein bisschen, kann ja auch Schweizerdeutsch reden. Aber der Patrick, das glaubt schon auch Hochdeutsch, gell Patrick? Ja, genau. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt mal hoch zu euch. Der Patrick ist gleich fertig jetzt. Wir kommen jetzt mal hoch zu euch. Also, wir haben jetzt wieder diesen Kitchen Drive hier. Das ist der Patrick von PMP Knives. Und wir werden euch jetzt ein bisschen was über PMP erzählen. Ich komme machen Ruhe. Die Hunde wollen auch mitreden. Wir wollen euch mal ein bisschen Historie erzählen, was Neues kommt, was kommt, überhaupt kommt und was wir machen. Und ihr könnt 30 Fragen stellen. Patrick ist jetzt da. Ja, also heute geht es ja vornehmlich. Rüttelst du dich auf die Fragen bitte kurz? Heute geht es ja vornehmlich wirklich darum, euch mal das neue Big Boy vorzustellen. Ich habe es das erste Mal jetzt gerade in die Hand genommen. Also das fühlt sehr schwer, es fühlt sich wertig an. Wir gehen da nochmal runter. Findest du gutes Messer, oder, Patrick? Es ist sehr gut. Also ich hasse kleine Messer, weil sie. Wenn man du hast eh große Bratze. Wir haben halt auch gewisse Körpermaße. Ja, wenn man Geld ausgibt, soll man auch was bekommen. Ihr wisst ja, dass die Schweizer haben ein eigenes Wrestling. Also die wresteln, also die Schweizer sind alles so Wrestler, aber nicht American Wrestling. Da geht es richtig zur Sache, ist eigentlich mehr so Ringen, oder? Das ist, wie nennt sich das in der Schweiz, das Ringen? Schwingen. Schwingen. Und der könnte auch ein Schwinger sein, der kommt ja auch von den Bergen, der hat ja auch seine 120 Kilo, der könnte ja auch mal hier bei der Abnehm-Challenge mitmachen, aber so genau solche Arme und Hände hat er halt auch. Also ich muss euch sagen, das Ding, das ist natürlich ein ganz geiles Teil. Ja, der Dennis kommt jetzt auf WhatsApp, der ist natürlich nicht hier online, und schreibt mir jetzt eine WhatsApp-Message. Also, das ist jetzt mal, was ist das dann, Cerakote oder ist das PVD-Geschichte? Das oder ist, was ist das? Lass dich mal schauen. Jetzt PVD. Ja. Genau. Also, wir haben hier ein Angebot PVD. Also, wir werden jetzt noch ein bisschen was über PMP erzählen und das ist im Prinzip, ist das Stonewash oder ist das einfach... Ja, so ein leicht Stonewash, oder was ist das? Ist es gestrahlt, oder was ist das? Stonewash. Also ganz leichtes Stonewash. Wir haben jetzt halt, Patrick hat jetzt auch gesagt, die Situation, die halt in der Welt ist, dass die Leute nicht so viel Geld haben,
und halt einfach das Budget momentan für unser Hobby ein bisschen geringer ist und seine Messer eigentlich auch mit Titan und Kugellager und M93 immer auch in der Preisbereiche sind, die sich nicht jeder leisten kann, hat er mit mir gesprochen oder wir haben zusammen gesprochen. Und daraufhin habe ich gesagt, komm, mach die Prototypen für das Big Boy, weil das Big Boy ist bei uns sehr gut angekommen. Das erste Big Boy war ja, was war das, Titan und 14C28R? Genau. Also war schon nicht so in der 300 Euro Gegend, sondern so in der 180 Euro Gegend war das. Ja, aber es ist halt trotzdem so, es kostet halt doch etwas beim Produzieren und dann hat es auch irgendwo einen höheren Preis, aber eben andere Hersteller, die halt viel höhere Produktionszahlen haben, dann oder Produktionsmenge, die können dann die gleichen Materialien eigentlich günstiger anbieten und daher haben vielleicht viele auch gesagt, ja, es ist halt jetzt nicht ein M93 und kostet trotzdem fast 200. Und jetzt habe ich halt gedacht, nehme ich halt GC und alles und 44C Stahl und dann können wir wirklich auch einen super Preis anbieten. Ja. Also Patrick, du machst es wunderbar, du kannst in Zukunft da immer machen. Pass auf, ich zeige euch nochmal jetzt das Messer. Es ist halt generell so, wir sind ja kleine Besteller, das heißt, wenn wir bei Unternehmen bestellen, die halt Massenprodukte machen, aber auch zu guter Qualität und zu gutem Preis, müssen wir halt einfach Abstriche machen bei den Materialien. Was ist denn der Backspacer? G10? Auch G10? Das ist auch G10, ja. Also ich muss euch sagen, das fühlt sich jetzt viel besser eigentlich an, wie das, wo wir haben, das Grimfall. Das Grimfall ist schon toll gemacht, aber das fühlt sich jetzt auch, also gut, es hat Stahlliner, klar, aber das fühlt sich sehr gut an. Der Clip, hast du da spezielle Vorgaben gemacht jetzt? Wir haben ja immer ein bisschen mit Clip, mit PMP am Anfang Probleme gehabt. Ich habe eigentlich immer diesen Drahtclip genommen und viele Leute haben gesagt, er ist gut, er ist praktisch, aber er sieht halt nicht schön aus und man kann ihn bewegen, verkratzt alles und jetzt habe ich halt so einen Stahlclip genommen und vielleicht sogar Titanclip, ich weiß es gerade nicht, aber er ist einfach viel stabiler und ist genauso gut. Ja. Also bei dem anderen Modell, bei der anderen Variante haben wir ja einen geschwärzten, also auch einen PVD-Club und eine PVD-Klinge. Was für Stahlmöglichkeiten haben wir jetzt? Also wir gehen jetzt mal, wir haben jetzt die Möglichkeit, Patrick hat uns die Möglichkeit jetzt gegeben, eine eigene Version zu machen als 42A-Version, wie wir es schon beim Balance und beim Revenge hatten. Pass auf Leute, ich zeige euch jetzt was. Ich gehe mal kurz ins Lager. Patrick wird euch mal kurz erzählen jetzt. Ich komme in 30 Sekunden wieder. Ich zeige euch mal, wie es bei uns im Lager aussieht, was für Ersatzteile da sind von Patrick seinen Messern. Aber Patrick, du kannst uns mal über die Farben und die Preise sagen. Ich komme in 30 Sekunden wieder. Oder also, sogar weniger. Also ich hoffe, ihr hört mich. Die Farben sind noch nicht festgelegt. Also schwarz wird sicher kommen, aber halt in Flipper. Es wird dann noch eine zweite Farbe geben, weil wir müssen für diesen Preis halt extrem viel herstellen. Und extrem viel heißt pro Farbe extrem viel. Also wird es nicht so viele Farben geben. Aber Rot habe ich halt wirklich für Tools for Chance wollte ich das geben. Und dann muss eigentlich auch noch der Flipper angepasst werden. Es gibt Washers bei dem 42A. Der Flipper wird halt abgeschnitten. Also es ist halt wirklich wieder ein großer Aufwand für die Produktionsfirma, weil es muss die Fräse muss wieder an sie eingestellt werden und alles. Aber wir haben das jetzt so hinbekommen und es wird jetzt 300 Stück, wenn nicht noch mehr Bestellungen kommen, von euch geben. Und dann schauen wir. Und Preise, hast du was zu den Preisen schon gesagt? Ja, dieses Modell würden wir jetzt speziell für die Gruppe für 89 Euro anbieten. Okay, also und Stahl dürfen wir noch aussuchen oder was? Es ist, oder welche Stähle haben wir für 89 Euro, also 100 Stück oder wie viel müssen wir bestellen? Also ich sage jetzt mal, 300 Stück ist das Minimum, was Tools for Chance auch kaufen muss. Also es ist jetzt auch wieder für euch gut, ihr zahlt 89, aber müsst nicht... Aber muss ich dann eine Farbe bestellen oder kann ich mehrere Farben machen mit den 300 Stück? Du musst eine Farbe wählen. Okay, also gut. Jetzt... Ihr habt dann in den Bildern schon gesehen, Patrick hat schon mehrere Farben, das war eigentlich nur im Photoshop gemacht. Ich will euch einfach nur mal was zeigen, was bei uns, wie es aussieht. Gestern hat einer in die Gruppe, ich weiß jetzt nicht wer,
geschickt. Ja, er liebt dieses Messer. Also gesagt, wir haben ja mit dem Patrick schon einige Modelle gemacht. Also wir haben natürlich Ersatzteile da. Also so schaut unsere Ersatzteile-Geschichte im Lager aus. Also wir haben sicher für 20, 30 Messer Ersatzteile da. Hier ist zum Beispiel auch noch ein gepimptes Revenge, dass ihr mal seht, was wir alles schon gemacht haben. Wir haben also schon sehr viel gemacht, der Patrick und ich. Du hast das, das war doch so. Ja, das hast du mir mal geschenkt. So lange gesucht habe ich. Ja, das hast du mir doch gegeben. Guck mal, wir haben auch schon mal Griffe gedruckt in Titan. Das ist wie lange schon her? Sehr lange, aber das habe ich so lange gesucht. Ja, wir haben dann darauf Carbon-Griffe bestellt. Also Patrick hat sehr viele Prototypen schon machen lassen und gemacht. Aber dass ihr mal seht, das ist mal ein gepimptes Revenge. Ist es noch das 1er oder das 2er? Das ist das 1er, hä? Genau. Das 1er. Wie gesagt, unsere Gemeinsamkeit, also ihr seht, wir haben hier für alle unsere Messer gewaltig viele Ersatzteile, weil wir die teilweise ausgebaut haben, teilweise haben wir noch Messer, also vielleicht werden wir dann mal irgendwann mal über die Bücher gehen und mal dann was zusammen kaufen. Zum Beispiel Hans Heiner habe ich gesehen, macht ja Messer oder schleift sie, kann man vielleicht mal einen Auftrag vergeben an den Hans Heiner anders, aber wir haben natürlich auch noch andere Leute, die da sehr scharf sind, vielleicht mal in unser Lager zu kommen, die Messer bauen. Ich spreche jetzt da einen ganz bestimmten an, mit dem wir auch schon gearbeitet haben. Der Herr Schiller nämlich, der wollte auch mal, wir haben nämlich massig auch noch, ich tue es dann wieder zur Seite, wir haben auch noch massig von den Collector Knives Teile. Ja, also wie gesagt, das ist es auch, wenn du sowas machen willst und Business aufbauen willst, da haben mich auch einige jetzt gefragt, alle wollen im Messerbusiness was machen. Ja, da liegen Tausende rum bei uns im Lager, nur als Ersatzteile. Wir verkaufen dann teilweise auch einzeln. Aber das braucht's halt, das ist Usus heute so ein bisschen bei dem Business, dass man einen gewissen Service anbietet. So, okay, jetzt geht's weiter, ich komme wieder hoch. Ich wollte euch das mal zeigen, was wir da von Patrick seinen Messern haben. Wann haben wir gestartet, das Business? In 2017 oder 2018 zusammen? Ich glaube 2017. Ich glaube 2016 habe ich selbst gestartet und habe Tools for Chance. Muss ich deinen Kaffee? Ich habe dir deinen Kaffee gegeben. Tools for Chance Richard habe ich sehr, sehr lange. Also wir waren eigentlich schon, ja wie soll ich sagen, wir waren schon fast von Anfang an verbunden. Das ging damals los mit dem Balance. Ich habe ein Balance habe ich auch noch, das ist eins meins. Also ich benutze alle Messer, die Revenge werden im Lager benutzt. Ich habe es ziemlich lange versucht mit Tools for Chance zusammenzuarbeiten. Ging sehr lange, aber irgendwann hat es dann geklappt und dann ging es wirklich bergauf. So, guck mal hier, das war unser erstes Messer zusammen, also wir haben es vertrieben dann in Deutschland. Das war das Balance von Max Ace, aber das ist ein Design gewesen von Max Ace selber. Genau. Okay, also Max Ace, da wird auch noch einiges kommen demnächst. Nächstes Mal müssen wir das Ding quernehmen. Naja gut, also wie gesagt, das ist ja immer Pleiten, Pech und Pannen live, wir machen einfach immer was. Aber schließlich werden wir vielleicht auch hier mal was später machen mit Mikrofonen, richtige Bildschirme und so weiter und so fort. So, also wir kennen uns seit 2017, haben das Balance durchgezogen, die zwei Revenge durchgezogen. Wir hatten immer unsere TFG Edition bekommen. Und wir machen das natürlich jetzt auch weiter. Ihr habt vielleicht auch gesehen letztes Jahr, dass wir auch das Alpha Beast relaunched oder wie man sagt. Also wir haben das weltweit dann auch verkauft. Das musste eben auch vorfinanziert werden und da haben wir uns bereit erklärt, das zu machen. Da wir das auch nicht alles selber machen können, haben wir das über die Kunden gemacht. Ist ja ein mega Erfolg geworden und jetzt im Dezember kommt ja dann über Fox dann die neue Variante raus. Aber nichtsdestotrotz, wir erzählen heute mal nichts über das Alpha Beast, das kommt erst noch im Dezember. Peter, Marc, Olaf, guten Morgen. Wir erzählen jetzt was von dem Big Boy. So, genau. Dann gab es das kleine Big Boy und jetzt gibt es das XL Big Boy eben in der Gruppe für 89 Euro. Können wir das anbieten, aber ich muss 300 in einer speziellen Farbe abnehmen. Eben, so. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ein günstigeres Big Boy mit M93 zu machen, aber sie kostet halt trotzdem mehr und da weiß ich jetzt halt nicht. Also das könnten User werden, hast du was zum Stahl gesagt, was für Stahl war ja dran? Also das ist jetzt 440C, ja. Diese 14C28N würde wahrscheinlich auch in diese... Also Sandvik ist so ein Preis, ja, der 14C28N ist so im gleichen Preissegment. Würde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten, aber ja,
ja, ich kann es jetzt trotzdem für den Preis geben für diese Gruppe, jetzt sag mal. Ja, ich muss ja nur 300 nehmen, aber wir werden uns dann schon einig. Also ich finde das in Schwarz auch sehr geil. Also, hast du mit denen besprochen, ob man dann verschiedene Klingenfinishes nimmt, also schwarz oder satiniert oder Stonewash, oder müssen alle 300 gleich sein von der einen Farbe? Es müssen alle 300 einfach dieselbe Farbe haben. Okay, aber, gut. Ja, ich werde für mich selbst natürlich auch noch mehr machen. Und dann kann man es natürlich auch so ein bisschen mixen. Dann, also du kannst ja ganz offen sagen, du arbeitest oder produzierst mittlerweile ja schon für sehr viele namhaften amerikanischen Händler. Mhm. Also genau. Mit Blade HQ, Knife Center, Smoky Mountain, Knife Works, übrigens Smoky Mountain Knife Works, das ist der größte Offline-Händler, also Einzelhändler. Ich glaube, der hat 10.000 Quadratmeter Laden, da bin ich vor der Blade Show mit dem Dennis, da werden wir den Besuch abstatten. Das ist bei Nashville, 4-5 Autostunden von Atlanta weg, dort werden wir sein. Ich blende euch jetzt mal kurz die Farbmöglichkeiten ein. Sind das die Farbmöglichkeiten, die du jetzt ausgesucht hast? Das sind Photoshop-Farben, also man kann es natürlich sagen, man möchte es also, so. Also das ist noch nicht sicher, aber guck mal, das wären jetzt die Farben, die möglichen Farben für TFG. Ich würde natürlich dann in der Gruppe gerne auch ein paar abgeben für den besseren Preis. Wir haben also wären die jetzt möglich oder sind das deine Wunschfarben? Ich habe die mit Photoshop gemacht, dass man es besser vorstellen kann, aber es gibt diese Farben alle eigentlich in G10 und das Rot wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dunkler sein, ja. Also wir haben ja ein tolles Rot gefunden, das ist dieses Sherry Red. Genau, bei diesem, da sind wir eventuell dran jetzt mit dem Victor Sierra was zu machen, dass wir da für die schwarzen Rescue Tools eine Sonderserie machen. Also wie gesagt, guck mal hier, das wäre jetzt einfach grau, ein graues G10. Was ist das hier, Coyote oder Olive? Ja, so Wüstending, also Tarn. Oder ja, was? Also Tarn, genau. Dann das ist mehr so British Racing Green oder so helles Grün. Ich würde sagen Braun, das ist Braun. Ah, das ist Bronze, okay. Also Braun, Bronze. Dann natürlich das Rot. Dann, was haben wir hier, Blau? Das ist Grau. Ich glaub, ja, wir sehen es. Also bei mir auf dem Bildschirm sieht es anders aus wie bei euch. Also gut, ja, das Graue war aber hier vorne. Ah, okay, sorry, ja, dann ist das andere Schwarz, ja. Nein, das Schwarze ist hier, warte mal. Das Schwarze habe ich, wo habe ich es denn? Nein, das, ja, gut, das Schwarze hast du gar nicht, weil das haben wir eh live, das hast du gar nicht hier drauf. Okay, gut. Also, wir werden ja nochmal einen Post machen, Bastian, jetzt ist er da, der Valentin. Also Valentin, ich habe mal angesprochen, dass es dieses Sherry, dieses, wie heißt das, Also es ist von diesem Cerakote, aber... Wer ist es? Red Sherry. Ich zeige euch gleich mal ein Bild, das habe ich sicher auch hier drauf. Also das wäre meine Wunschfarbe auch für die HS Rescues, die wir da wahrscheinlich speziell machen. Also wir versuchen mal drei zu machen. Moment, ich versuche mal das Bild. Das sind dann immer so die Sachen, die mir der Patrick schickt, was es hier immer so gibt auf dem Markt. Und dann suchen wir halt raus, was uns gefällt. Ihr könnt jetzt aber hier mitmischen. Ich guck euch mal, warte, ich zeige euch mal das Dark Sherry, wie euch das gefällt. Ich glaube, Dark, hier ist es. Guckt mal das an. Das wäre doch eine geile Farbe. Also in der Farbe würden wir gerne zum Beispiel die Special Edition von den HS Rescues machen. Also die kommen ja hier in Schwarz an und dann würden wir die selbst umlackieren lassen oder, wie sagt man, anodisieren. Ja. Nee, Aluminium kann man nicht anodisieren. Also, was macht man mit Aluminium? Es wird gespritzt. Okay, gut, also man kann nur Titan anodisieren. Also da ist dann Marco Hoffmann natürlich unser... Das andere heißt Eloxieren bei Titan. Eloxieren, ja, vielleicht ist Dennis Schiller ist leider heute nicht da, aber wie gesagt, der wäre auch mal hier noch ein Kandidat für solche Geschichten. Also das wäre zum Beispiel meine Wunschfarbe. Also wir sind da dran. Ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt Fragen habt, ich will es jetzt nicht zu lang machen, weil der Patrick und ich, wir müssen ja noch einiges heute klären. Der kommt ja nicht umsonst hierher. Okay, wir waren jetzt auch ein paar Mal in Luzern, haben auch einmal einen Firmenausflug gemacht, haben die ganze Mannschaft oder fast die ganze Mannschaft mitgenommen, aber haben es nicht mal geschafft, in sein Büro zu kommen. Also wenn ihr Fragen habt bezüglich dem Big Boy, also Größe, ja, was ist das? Du hast es reingeschrieben, ja, dein Post. 25. Was, 25? Also wie gesagt, Patrick findet halt groß geil.
Und nicht klein. Genau. Das Video war ja gut, wo du so weggeworfen hast. Ja, also wie gesagt, das mal jetzt in eigener Sache, PMP. Wenn ihr Fragen habt, fragt oder schreibt später rein, dann können wir das beantworten. Ich will noch schnell was dazu sagen wegen unserer Abnehm-Challenge. Also bei mir geht es auch so langsam voran, aber ich habe die Taktik viel Essen, viel Sport. Weil wenig Essen und kein Sport bringt dann dazu dann bei mir diesen Jojo-Effekt. Aber eben, um Überleitung zu finden, ich habe heute früh auch schon mit dem Miguel Barbudo geschrieben. Wir werden es wahrscheinlich jetzt so machen, wir müssen ein Datum fixieren und wir werden, wenn sich hier dann genügend melden, ich werde noch Preise und Daten noch hier reinschreiben in die Gruppe, werde ich jetzt noch kriegen. Das werde ich mit seiner Schwester und Michael jetzt noch besprechen die Woche. Dann können sich die Leute melden, die mitwollen. Also es wird wahrscheinlich so aussehen, dass wir in der ersten oder zweiten Septemberwoche werden wir nach Madrid fliegen. Von dort aus eine Fahrstunde geht es dann nach Valdemarquetta. 4 bis 5 Leute können tatsächlich an einem Workshop mit teilnehmen bei Miguel Barbudo. Er ist ja auch Schmied, sich sein Messer schmieden lassen. Er schmiedet aber auch für euch die Messer, so wie ihr das ihm vorgebt. Also 4 bis 5 Teilnehmer sind möglich für 2 Tage Kurs. Und die Übernachtung würde ich machen von Freitag bis Sonntag oder von Donnerstag bis Sonntag. Also Donnerstag hinfliegen, am Sonntag wieder zurück, weil mehr Zeit wird es bei mir nicht sein. Das heißt also, so ist momentan der Plan. Da kriegt ihr aber dann von mir noch Infos. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, die beantworten. Der Stefan Lehmann aus der Schweiz. Das ist aus der Schweiz, aus Wettingen. Kannst du mal antworten? Stefan Lehmann. Was fragt der Stefan? Also für mich auch lieber knallig rot, als weinrot. Blau wäre auch mal etwas Spezielles. Aber der TFG-Bezug fehlt dann halt, ja. Also der Günther, okay, ja Stefan, wir werden halt schon noch eine Lösung finden, weil ich kann nicht alle in die Gruppe verkaufen. Wir werden eine TFG-Edition machen, aber dass ihr halt mal seht, wie das läuft, das schreibt der Ludger. Ja, also das Dark Sherry ist auch total mein Favorit, aber eben ob das bei G10 vorhanden ist, weiß ich eben nicht. Aber diese Richtung finde ich auch schon nicht schlecht. Also bei den HS Rescue werden wir es so probieren auf jeden Fall. So, der Günther schreibt... Patrick hat wohl gesagt, die könnte er eventuell auch zu dem Preis machen, wenn ich mich nicht irre. Also welche meinst du, Günther? Welche zu welchem Preis? Oder weißt du, was gemeint ist? Ich stehe ja immer ein bisschen auf dem Schlauch im Livestream. Aha, das 14C28N könnte ich auch für 89 raus anbieten. Also das könnte er machen. Also Normalpreis ist 119, glaube ich. Also im Shop dann. Stefan Lehmann hat noch gefragt, wegen M93 müsste man ja vielleicht nachrechnen, aber. Es wäre sicher auch für euch jetzt möglich, es günstiger anzubieten. Ich habe damals das Balance ja extrem günstig, vielleicht 130, 140. Das nein, war. Ich habe es glaube damals zu 130 angeboten, habe schlussendlich auf 170 hochgetan, weil das einfach war nicht möglich. Ich hätte einfach die M93, du hast einfach nur drauf bezahlt. Aber das G10 M93 wäre vielleicht auch machbar für um 40, um 50, um 30 so und das herum. Die Sache ist halt die, wenn du sowas machst mit diesen Budget-Modellen, mit den größeren Herstellern, also da reden wir nicht von irgendwelchen Messerfirmen, die auch selber Messer herstellen, die wir kennen, wie WeKnife oder was weiß ich, Kubi, Tubai, Max Ace und so weiter. Die haben nicht immer alle ihre eigenen Produktionen, aber diese Firmen, das sind die großen hinten dran, wie Enlan und Sanremo, das sind die ganz großen Big Player. Diese Messer kommen auch von einem ganz großen Big Player, der hauptsächlich für SOG, Columbian Rifle River, also CRKT arbeitet und andere große im Hintergrund, Spyderco, Benchmade, was auch immer. Und die haben natürlich ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Vorstellungen. Wenn du sagst, nee, keine 2300, dann sagen wir, ja, komm, wir müssen woanders hingehen. Aber wir haben es jetzt geschafft, den Kontakt aufzumachen. Wir haben über unsere Produktionen jetzt sehr viel schon bestellt. Und jetzt konnten wir den Patrick damit reinnehmen und der hat natürlich jetzt auch, sag ich mal, seinen Deal mit denen machen. Und daher eben jetzt auch dieses gemeinsame Projekt, dass wir mal wieder eine TFG-Edition machen können.
So, das ist mal mein langes Wort zum kurzen Samstag. Es ist eigentlich so, wenn man so zum Beispiel Tuya und Max Day ist, also auch immer so Kleinhersteller, also sie machen noch größeres, aber wenn ich dort sage, ich möchte irgendwie rot, dann muss ich vielleicht 50 Stück bestellen in dieser Farbe. Und jetzt bei diesem anderen Hersteller sind es halt 300 pro Farbe. Und ja, ist halt echt eine andere Liga. Aber dafür ist auch der Preis über das Gesamte halt wieder ein bisschen niedrig für uns, was wir dann auch euch weitergeben können. Also das hat er schön gesagt. Rebecca, Robert, guten Morgen. Michael ist auch dabei. Also wie gesagt, wir haben gerade erklärt, wie viel man bestellen muss, um diese Preise zu haben. Wir machen das jetzt eben auch gemeinsam teilweise, dass wir auf diese Stückzahlen kommen. Aber ihr könnt natürlich dann auch von besseren Preisen profitieren, so wie es halt auch die Großen machen. Auf jeden Fall, das ist ein tolles Teil. Klar ist es groß, vielleicht gibt es ja dann wieder ein kleines, für die, die kleinere Hände haben. Aber der Patrick ist halt jetzt gerade in Amerika doch recht stark erfolgreich geworden, gerade mit den Großen, oder? Also zum Beispiel hinten das Teil, ist das vom Revenge oder von welchem Messer ist das übernommen? Das kommt mir so bekannt vor, hier das Lanyard-Loch. Oder hast du das komplett neu designen lassen? Nein, es ist auch von Big Boy, aber dort ist es. Beim Big Boy war das auch schon? Ich habe keins mehr da, wir sind ja da ausverkauft. Ich kann auch gar keins mehr zeigen. Aber wir können es natürlich auch so machen. Wenn jetzt einige N93 wollen und andere wieder 44C und einige halt ein bisschen mehr bereit sind zu zahlen, der andere ein bisschen weniger. Ihr könnt auch gerne in diesen Link, wo ich dies dort alles geschrieben habe, könnt ihr mal euch eintragen. Wenn genug Leute zusammenkommen, dann wird Richard das sicher auch vielleicht beide Varianten kaufen. Also N93 finde ich schon geil. Aber man muss natürlich momentan sagen, wir sind, können wir euch jetzt mal so einen Spoiler wieder mal geben. Also wir sind auch von chinesischen Firmen, mit denen wir arbeiten und auch andere in Deutschland arbeiten, auch schon angefragt worden, ob wir den Stahl besorgen können. Also wir reden hier von amerikanischen Stählen. Da ist momentan der Export bzw. der Import nach China komplett eingestellt. Also Crucible, also was da noch auf Lager ist oder was geht, aber die Hochleistungsstähle wie jetzt CBM, S90V oder was wurdest du angefragt noch? Magna-Card, aber das ist alles ausverkauft. Gibt nichts. Also die wollen da tonnenweise bestellen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das übernehmen können. Also Magna-Card, das ist vielleicht auch der Grund, warum das Alpha-Beast vom Patrick jetzt aus Italien kommen wird und nicht aus China, wieder von Reate. Weil es gibt in China kein Magna Cut. Und alle wollen Magna Cut, es ist ein geiler Stahl. Nochmal, nochmal hier die Info. Die Magna sind unterwegs seit gestern oder sogar vorgestern aus Italien. Das heißt, die schlagen Dienstag, Mittwoch auf und dann werden wir die Vorbesteller alle machen. Das Gute ist, der Fox ist selbst so begeistert, dass er mich gerade angesprochen hat, obwohl wir gleich eine Serie mit Inlays, mit Carbon und was auch immer machen. Also wie gesagt, er gibt mir ein Angebot, der findet das Magna auch so geil. Und wir gucken halt, wann musst du weg? Ja, nach dem Video ist schon. Okay, also das Magna, das ist schon ein Renner, das muss man sagen, vom Rudi von Poppel designt. Und ja, Fox, wir machen ja viele Sachen mit Fox gemeinsam. Vielleicht kommen da jetzt noch mehrere Varianten dann raus in der Slipjoint, aber vielleicht auch mal in der Backlog oder in einer Flipper oder was auch immer, Framelock. Wir werden sehen. Also wie gesagt, ist ja mir erstmal wichtig, überhaupt ein Modell zu finden, was sich gut verkaufen lässt. Gibt es noch Fragen? Ja, hast du eine Waage hier? Also die Frage. Aha, ist, ja, Waage habe ich natürlich, weil ich muss ja die Posttage auch machen. Da brauche ich nicht viel Waage. Und Klingenlänge und Dicke. Ja, ich hole schnell die Waage und. Hab doch eine Waage, aber die ist im Büro. Habt ihr noch Fragen an mich, so jetzt, weil ich mal hier bin, das erste Mal live? Warst du noch nicht live oder was? Ich war noch nie live. Also komm, wir biegen das jetzt mal. Der Patrick ist eher so ein, er liebt eher so ein bisschen die Hintergrundarbeit. Ich bin aus den Bergen und... ja, das musst du jetzt nicht sagen. Also Wrist-Check heute, ich habe heute eine Navy-Timer von Breitling an DLC beschichtet. Ich liebe halt DLC. Habe ich mir aber letztes Jahr schon mal gekauft. So, jetzt gucken wir mal, wie schwer dein Big Boy XL ist. Ist gar nicht so schwer, aber warte mal, ich mache mal die Unterlage weg. Das kann sein, dass die Unterlage hier, kannst du mir das mal helfen? Dann nehmen wir mal die Unterlage weg, dann stellen wir es mal auf den Tisch. So, machen wir nochmal. Ich denke, das ist gar nicht so schwer. Doch, 204 Gramm.
Also so schwer ist das Ding gar nicht. Also wie gesagt, ich zeige es jetzt nochmal für die, die später gekommen sind. Es ist ein Riesenmesser, so wie wir es halt jetzt von PMP kennen und von Patrick. Aber der Klingengang ist total smooth. Es ist halt wirklich ein großes Messer. Aber ich muss sagen, mein Favorit, also hier haben wir das Balance nochmal mit 124, ist halt Titan. Mein Favorit wäre halt zum Beispiel dieses Dark Sherry mit schwarzem Clip und schwarzer Klinge. Also das fände ich natürlich obergeil. Ihr könnt nachher nochmal die später eingeschaltet haben, das Video reinschauen, schaut euch nochmal Dark Sherry an. Das wäre mein absoluter, also die laufen. Auch der Detent ist super. Also, seht ihr das? Saugt richtig gut rein. Also, puh. Und wir machen halt dann eine 42A Version wieder draus. So wie wir es halt gemacht haben, auch hier beim, damals beim Balance. Ich glaube, Stefan hat auch eins, gell, Stefan? Du hast auch eins, Stefan Lehmann. Du hast auch ein Balance. So haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt über diese Aktion damals. War das in EDC Germany oder in welcher Gruppe hattest du das gemacht? Genau, EDC Germany. Ja, also in EDC Germany hat er eigentlich angefangen, hier zu arbeiten. Damals mit Stefan Stur, oder? Oder wer zusammen hat das gemacht? Oder was Merck? Ich weiß nicht mehr. Stefan Stur hat da, glaube ich, dort volle Pulle. Und dann kam nach dem Balance dann das Revenge, das ist das Einser. Ihr seht, wir haben natürlich so einige Schmankerln bei uns im Lager. Also wir haben so einiges. Wenn wir das neue Lager haben, wo alles zusammen ist, da werde ich mal so einen Lagerrundgang machen. Dieses Messer wurde gleich heute angefragt, wo man es kaufen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Das war nicht der Stan Schiller, das war jemand anderes. Ich glaube, der ist nicht mehr aktiv. Der hat das damals gemacht. Das ist ein Einzelstück. Aber bei uns ist alles möglich. Man kann alles kaufen. Also wie gesagt, wir haben aber auch noch, ich habe jetzt auch gesehen, wir haben tatsächlich von der 1er Variante auch noch welche da, weil wir damals die mit... Das ist die Nummer 108 von 350, weil wir die damals ja umgebaut hatten auf Carbonschalen. Also wir haben auch noch Carbonschalen dafür. War das 1er oder 2er? Fürs 1er, gell? Ja, Carbonschalen haben wir fürs 1er noch da. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Also wir haben noch 20, 30, 40 Carbonschalen. Aber eben, wie gesagt, ihr seht, ich habe hier noch kistenweise Zeug. Also eben, das wäre halt auch was für Bastler. Ah, da, guck mal, hier ist das ist das 2er. Nee, das ist auch das 1er. Guck mal, wir hatten ja dann mal jemanden, der hat uns einiges anodisiert, aber leider eher nicht so erfolgreich. Also es wären ja noch ein paar Einser sogar da. Aber da muss ich mal einen Dennis hier einladen, der ins Lager kommt und mal halt dann hier mal durchfährt. Weil auch in der Inventur haben wir die Ersatzteile nicht erfasst. Also die Klingenlänge wollte noch... Die Klingellänge, da gehe ich dann hier ins Lager. Ich habe ja überall Lager hier. Und, Günther, du hast noch gefragt, was ich vormesse gemacht habe. Also, Richard unterbricht mich sicher jetzt, aber er spricht zu gerne. Also, ich sage es nachher am Ende dann. Also, könnt ihr das sehen? 10,5 ist die Klingenlänge. Also, es ist schon ein mächtiges Teil. 10,5 cm ist die Klingenlänge. Und gesamthaftig kann ich es euch nochmal zeigen, ist tatsächlich, gesamthaftig haben wir tatsächlich 25. Die Amerikaner werden ja wieder ausflippen. Wie ist es eben, kommen die auf dich zu, die Händler mittlerweile in den USA, oder wie läuft es eigentlich? Oder gehst du auf die Händler zu in den USA, oder kennen die mittlerweile dich und fragen das schon an, oder wie läuft es eigentlich? Ja, Nikolaus, guten Morgen in die Schweiz. Also es ist wirklich so, am Anfang, als ich angefangen habe, musste ich natürlich den ganzen Aufwand machen. Ich habe YouTuber angefragt, ob sie wollen das Messer testen und so. Habe es noch gratis herausgegeben und alles, aber inzwischen hat sich halt alles ein bisschen geändert. Also dass die YouTuber dann kommen und vorstellen möchten, wir geben es eigentlich auch selten gratis raus. Also auch die müssen es eigentlich kaufen, die meisten. Und, ja, die Händler, es gibt beides, also die ganz großen, zum Beispiel Arizona Custom Knives, die haben mich letztes Mal angeschrieben, sie kennen meine Messer, also ich habe sie eigentlich angefragt und sie haben dann zurückgeschrieben, ja, sie kennen meine Messer, sie sind riesen Fans und möchten auch jetzt mit mir zusammenarbeiten. Aber eben früher wäre das jetzt nicht so möglich gewesen, weil wenn du unbekannt bist, will niemand jetzt mit dir zu tun haben, und je bekannter du bist, desto mehr Leute wollen halt etwas von dir. Und du kannst früher habe ich dann gesagt, ja scheiße,
keiner will was machen mit mir und heute habe ich halt auch, muss ich auch Leute ablehnen. Also man versteht es einfach mit der Zeit halt. Also wir erzählen euch jetzt so ein bisschen die Wahrheit, wie eigentlich so vieles ist. Manchmal ist es so im Leben, alles ist möglich. Wir sehen es jetzt auch bei Midgards. Ihr wisst doch gar nicht, was da alles passieren wird. Also wird doch extrem viel passieren. Vielleicht wird er ein bisschen was dann auf der Knife in Solingen drüber erzählen. Er hatte dort einen Tisch. Wir werden euch nochmal den Termin, wo wir zu finden sind, auf der Knife in Solingen. Nächstes Wochenende gebe ich euch dann noch in der Gruppe durch, dass wir uns treffen können. Aber was ich sagen wollte, der Metallkomplex hat damals bei mir nach dem Grizzly angefragt. Da hatte der Metallkomplex noch keine 50.000 Follower, kannst du dich noch erinnern. Dann hat der Patrick es zu mir geschickt, es ist beim Zoll gelandet, ging zum Patrick zurück. Er hat es zum Metallkomplex geschickt und dann wurde das geklaut. Also es war teilweise, gibt es irre witzige Geschichten, wie es dann kam. Dann hat der Metallkomplex gesagt, ich weiß nicht, wie es war, du hast mal Prototypen gezeigt von dem Alpha Beast und dann haben wir es dem Jim Skelton geschickt. Und der hat dann nie geglaubten damals Erfolg gehabt mit dem Video. Und der Durchbruch kam dann über den Metallkomplex. Der ist total ausgeflippt. Und dieses emotionale Video hat dann natürlich dazu geführt, dass das dann so eine große Nachfrage auch gegeben hat. Also am Anfang, es gibt eine Geschichte, ich will sie jetzt nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt. Ich habe sogar den Beweis dazu, ich schicke es ihm ab und zu. Am Freitag ruft er mich an, wir müssen das Alpha Beast online setzen. Ich keine Bilder, gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema gehabt. Dann den Dennis angerufen. Dennis, wir müssen heute online gehen mit einem Produkt, was wir gar nicht haben. Wir haben nur die Bilder von Patrick, weil der Jim Skelton macht um 20 Uhr am Abend ein Video. Ja gut, gesagt, getan. Dennis hat das auf die Schnelle dann in den Shop reingesetzt. Er ist da recht schnell als ITler. Oder mein Sohn macht das auch. Der macht das sehr schnell. Ich kann das nicht so schnell. Und dann am Samstag rief er mich am Vormittag an, wie viel haben wir verkauft von den Alpha Beast? Da habe ich gesagt, ja nur 13. Und wir wollten mindestens 50 verkaufen. Dann sagt er, also wenn diesen Tag keins mehr verkauft wird, dann schmeiße ich das wieder hin mit dem Alpha Beast. Da bauen wir das einfach nicht mehr. Ich kann ihn nicht machen. Wir haben doch die jetzt bestellt. Wir haben Kaufverträge draußen. Es waren natürlich hauptsächlich Amerikaner, die das bestellt haben. Ja, und dann ging das halt dann Schlag auf Schlag mit den Videos. Und was dann der Metallkomplex, sage ich mal, dann auch das Video gemacht hat, oder mehrere Videos, Shorts und was auch immer da, Insta, Shorts und in YouTube und eben dieses Unboxing und da so ausgeflippt ist, da war natürlich dann bei uns die Hölle los, oder? Also ja. die Nachfrage konnte nicht befriedigt werden. Ja, auf jeden Fall, so ging es halt dann auch los mit dem Bekanntheitsgrad, genau wie bei Midgards jetzt, also da gibt es auch Modelle, die haben 8, 9 Millionen Views, beim Alpha Beast ist es ähnlich, auf allen Kanälen und so und das also hat natürlich schon ein Gewicht da. Eben, ich wurde eigentlich auch angefragt, ob das Messer in einem neuen Mission Impossible Film mitmachen kann, aber sie waren dann schon leider ausverkauft, ja. Und eben, der wollte halt ein Messer kaufen und fahrt keiner da. Scheiße, ja. Also, es gibt nichts Verrückteres wie bei uns in dem Business, also. Und eben, sag halt mal, ich habe halt dabei, wo er nicht so viel gekauft wurde, wollte ich es halt abbrechen, weil eben als kleiner Fisch kann man nicht einfach tausende Messer ausbringen und die halt nicht gekauft werden, weil das kann halt sehr schnell dann zu Ende sein, weil es ist dann trotzdem auch Geld und wenn es nicht verkauft wird, dann ja. Dann bleibst du darauf hocken. Genau. Ja, also wie gesagt, leben und leben lassen, es ist alles nicht so einfach, gerade für uns und ihr seht es ja auch selber in dem Messerbusiness. Warte mal, ich gehe weiter hinter gehen, dann sieht man uns beide. In dem Messerbusiness ist es halt so, dass wenn du als Seiteneinsteiger kommst, musst du erstmal einen Kuchen abschneiden, brauchst du mal eine gewisse Bekanntheitsgrad, kannst nicht so viel produzieren am Anfang und dann wird es natürlich teurer. Aber jetzt kommen wir langsam in die Situation rein, dass wir gemeinsam auch mit anderen, ich hatte wie gesagt Händler auch versucht mit hier reinzubringen ins Boot mit der Produktion, je mehr gemeinsam bestellen, je günstiger werden die Preise. Also das war eigentlich so meine Idee und wir haben es jetzt dann letztendlich alleine geschafft oder geschafft halt mit Partnern, wie jetzt halt auch der Patrick und werden halt den Weg auch weitergehen und ist bis jetzt ein guter, erfolgreicher Weg gewesen. Und eben, Günther hat noch gefragt, was ich vor Messer gemacht habe. Also, Messer ist nicht mein Hauptjob. Also, es ist. Also, du arbeitest jetzt ja auch noch nicht 100%, ja, machst du aber immer noch nebenbei. Eben, ich könnte noch nicht davon leben jetzt gerade.
Und ja, ich mache verschiedenes, also Marketing, ich arbeite mit Robotern, Service-Robotern und sowas Zeug und Reinigungsroboter. Im Marketing bin ich digital für die Firma von uns tätig. Im Rechnungswesen, also ich mache ganz viel Zeug. Aber Messer hat halt als Hobby irgendwie angefangen, klein, und jetzt mache ich es halt auch wirklich grösser und grösser. Aber ich kann nicht davon leben. Also ich bin wirklich Mediamatiker, habe ich gelernt. Das ist so mit Fotografie und Rechnungswesen und Webdesign und sowas halt. Und darauf arbeite ich momentan auch. Und wenn ihr es genau wissen wollt, auf sebotics.com haben wir solche Service-Roboter, wo wir eigentlich in Deutschland, Österreich, Schweiz für Restaurants und Hotels verkaufen. Ja. Das ist unser Hauptbusiness bei dieser Firma, wo ich eigentlich arbeite. Ja. Und Messer so mache ich, ja, sind wir ein bisschen mehr. Ja, also wir können davon mittlerweile, oder müssen davon mittlerweile auch leben. Jetzt habe ich gesehen, dass Stan ist reingekommen. Stan, ich habe heute Teile gezeigt. Da könnte man einiges draus machen. Hier sind noch alte Revenge 1er. Ich habe übrigens jetzt auch gerade die Carbonschalen für das Revenge 1 gefunden. Also wir haben hier massig, aber die müssen auch zusammengebaut werden und so weiter. Wir hatten also da keine Zeit. Das Problem von diesen Schalen war damals auch, ich habe diese in Deutschland hergestellt, weil es so eine kleine Menge war und die haben irgendwie nicht gepasst. Also, ja, die mussten dann irgendwie geändert werden und dann war irgendwie der Zug abgefahren, weil wir keine mehr hatten. Also jetzt sind die passend, aber wir haben gar keine, nicht mehr genug Messer und deswegen haben wir es nicht angeboten. Aber guck mal, Stan ist reingekommen. Guck mal, Stan, das sind so eins von vielen Kisten, was wir haben von den Collector Knives, auch mit massenhaften, auch Daily Custom Schalen, die irgendwie bei uns so rumliegen und vergammeln mit allen möglichen Teilen. Also wir haben hier eine Menge noch. Also wer hier von euch interessiert ist, mal hier reinzugucken. Wir machen gerne mal ein Video oder wir, ich weiß gar nicht von wem, das ist von einem französischen Messermacher. Wie heißt der jetzt? Weiß ich gar nicht, der diese fetten Dinger baut. Also wie gesagt, unser Lager ist teilweise voll. So sieht zum Beispiel ein Collector Knife nackig aus. Also wir hatten von denen ja wirklich viele verkauft. War ja auch irgendwo der Durchbruch international für uns mit Lion Steel. Patrick schaut auf die Uhr, also ich denke mal, also gut, also wie gesagt, es gibt so viele schöne Geschichten. Wir haben hier aus dem YouTube angefangen, Patrick hat auch so nebenbei angefangen über die Facebook-Gruppe Edis in Germany. Und die nächste Story fängt gleich hier an. Ventum Gear ist auch so eine deutsche neue Geschichte, die wollen wir auch unterstützen. Ventum Gear, das ist der Max und seine Lebenspartnerin, Max ist Polizist. War halt, ich hole jetzt mal schnell aus, ganz kurz, weil wir das jetzt neu im Shop haben. Haben wir auf der IWA kennengelernt, macht total hochwertige Pouches. Das ist die Burrito Pouch als Umhängepouch mit so Molleklett oder mit so Admin-Pouches. Gibt es momentan bei uns als Set. Ich muss halt noch ein bisschen kommerziell sein. Ich will es euch einfach nur zeigen. Qualität ist mega gut. Europäische Produktion. Kommt jetzt auch, und jetzt kam der Auftrag von uns, macht uns bitte was mit unserem Design abschließbar für Messer. Also das ist jetzt schon das nächste Projekt wieder. Also Ventum, ja, auch eine sehr kleine Firma, die unterstützungswert ist, die waren auch auf der SHOT Show jetzt. Ich habe die jetzt über Midgards kennengelernt, weil die auch schon zusammengearbeitet haben. Also so schließt sich dann der Kreis. Und wenn wir bei Midgards sind, bin ich gefragt worden, diese Magic Blue Pens sind jetzt auch alleine käuflich. Haben wir jetzt im Shop eingestellt seit gestern. So, jetzt habe ich mein kommerzielles Minimalprogramm abgefahren, also abgeleistet. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch was fragen. Ansonsten, Patrick muss zum nächsten Termin. Oh nein, ich habe Zeit. Also Stoppzeit. Schon Marc und morgen. Also wie gesagt, die Aris haben die ja schon gesehen. Also ja, das Ares können wir natürlich auch zeigen. Also, ja, wir haben ja noch keine Frage, was du jetzt auch schon mal da bin. Frage hast. Das ist ja auch klar. Wir können natürlich auch einiges zeigen. warte mal. Was haben wir denn? User 2, Ares. Also da können wir schon. Und
Gott sei Dank ist das. Ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Arendt haben. Also wenn ihr Lust und Laune noch habt, bleibt dran. Guck mal hier, ich habe noch Pitbull hier. Ich habe noch das Wartdog von Markus Reichert, hat er ja auch schon gearbeitet. Dann habe ich noch das User da. Ich weiß aber jetzt tatsächlich gar nicht, wo ein Arendt da. Muss ich auch nicht gucken. Weil ich mache ja kaum noch Versand bei mir. Reden nicht, ich versuche manchmal auch immer wieder etwas Neues zu bringen, nicht immer diese Framelocks und alles und diese Slipper und so. Und habe dann diesen Usage 2, das ist eigentlich ein Design von Stefan Stuhl. Habe ich dann mit Frontflippen gemacht. Ich werde nie wieder Frontflippen machen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Wir schauen jetzt noch die anderen Messer an, aber ist ein cooles Messer, sehr scharf und ist auch wunderbar. Ich habe kein Ares, aber guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe noch ein altes Balance gefunden, wo wir mal die Griffschale verkauft haben. Also ihr seht, da gibt es noch Ersatzteile für Balance. Also wenn ihr von BMP mal Ersatzteile braucht, wir haben von allen Messern Ersatzteile da. Also das ging jetzt in die frühe Zeit zurück, als wir uns kennengelernt haben, 2017 oder so. Du, ich habe kein Ares da, nix. Keine Ahnung, wo die sind. Also ich habe auf jeden Fall keine bei mir im Lager. Ich glaube, die, wo ich hatte, habe ich dir gegeben. Naja, gut, okay. Also, also das mal so ein bisschen hier die Geschichte zwischen uns und auch die Geschichte vom PMG. Genau. Schön, dass sich der Patrick jetzt auch mal selber vorgestellt hat. Weil also extra, ich muss jetzt hier die Waschküche zumachen, weil das schaut ja peinlich aus. Extra 2 Stunden aus der Schweiz hierher gefahren und dann mit dem Livestream. Ja, ja gut, ich weiß schon, dass du das nicht so gerne machst, aber eben, wer jetzt noch Fragen hat, fragt ihn, weil er ist ja derjenige, der diese ganzen Quellen auch in China aufgemacht hat. Den Pen sage ich. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel noch einen Wartdog in Orange. Das ist auch ein Markus Reichert Design. Fixet gibt es auch noch im Shop. Kannst du auch noch was dazu sagen? Du hast ja mit dem Markus Reichert auch Geschäfte gemacht. Ja, also das Messer ist einfach schön, aber Richard hat mich einfach darauf hingewiesen, dass es halt vielleicht in Deutschland zu lange ist. Das hat jetzt 12,5. Eben, ich sage da meistens auch, ja, ist schön, machen wir, aber. und das danach, halt das Hirn einschalten. Nein, dass es halt einfach zu lang ist, aber es ist ein schönes Messer. Ja. Ja, also wie gesagt, für Jäger, eben Markus Reichert Design ist halt 440C, aber eben ist halt im Preisbereich halt, was noch bezahlbar ist. So, aber eben, das waren noch die alten Produktionen, die wird es nicht mehr geben und da wurde noch mehr bezahlt. Jetzt hat jemand nach dem Magic Blue gefragt, also das ist eine ganz spezielle Anodisierung. Wir hatten das ja vorher in Grau. Die waren echt relativ schnell alle ausverkauft. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, das ist gar kein richtiger Clip. Das ist zwar ein Clip, mit dem man den Mechanismus hier, öffnen kann, den Pen und schließen kann, also die Mine reinmachen kann. Aber eigentlich ist der Clip gedacht, um den bei einem Molle-System einzuschlaufen. Also wir haben ja jetzt gerade mal was Taktisches da. Zum Beispiel diese Burrito-Pouch. Ja, und da ist es dann eben so, dass man diesen Clip eben im Prinzip da so einschlaufen kann bei dem Molle-System. Also das Molle-System ist jetzt recht schlank. Jetzt warte, ich gucke das mal, wie das dann ausschaut. So. Das wird halt dann eingeschlauft und da das alles taktisch ist und der Pen auch taktisch ist, ist eigentlich der Clip nicht für den Hosensack gedacht, sondern er ist eigentlich dazu gedacht, das in einem Molle-System einzuschlaufen. Aber das war wieder mal typisch Dirk Hofmeister. Das hat er gar nicht, der hat es zwar so konzipiert, aber erklärt hat das niemandem, bis ich mal dort war. Und dann hat der Dennis mal ein Video gemacht und dann wurden die alle relativ schnell verkauft. Also der ist jetzt im Shop, den könnt ihr einzeln kaufen. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, was war da eine spezielle Frage bezüglich dem Pen? Was klappert, aber es klappert nichts. Klappern? Was soll da klappern? Da klappert nichts. Also das Ding ist ja total massiv. Warte mal, ich wiege mal kurz, was es wiegt. Mit Mine. Naja, also
69 Gramm. Es schaut sehr groß aus, ist auch liegt gut in der Hand. Das Ding wiegt 69 Gramm. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es mehr ist bei der Masse, die man da hat. Also ich habe ja Handschuhgröße 10,5, fast 11, also schon ein großer, dicker, fetter Pen. Ja gut, also, haben wir noch Fragen? Nein, ich glaube nicht mehr. Ja, hast du überhaupt noch hinterher Fragen jetzt gelautet? Dann sind wir. Günther, du schreibst doch. Spielt mit dem User 2. Ja, dann spiel du mal weiter, Günther. Das ist sehr gut, wenn du mit dem User 2 spielst. Also, der User, da hat jetzt zum Beispiel der Stasser 23, der Nick Matassa, der schreibt ja immer Knife-Therapie. Der hat sich mal stark verbrannt und ist dann über diese Krankheit oder Verletzung dann zu den Messern gekommen. Der hat es einer seiner besten 10 User oder besten 5 User vom letzten Jahr gekürt, das User 2. Ich habe dir aber eins hingelegt. Ja, eben, ich kann das nicht mit dem Frontflip, ich kann es auch nicht mit diesem Mittelfinger aufmachen. Das ist so ein amerikanisches Ding. Also, die Franzosen machen das gerne mit den Frontflippern. Ich habe da jetzt null Probleme, das ist jetzt der Titan-User. Also, ich habe da null Probleme. Also, es ist ein sehr leichtes, schönes EDC. Mit halt einem Drahtclip. Wir haben den, der ist jetzt original aus der Verpackung. Wir haben das natürlich geschützt, dass da nichts verkratzt. Also wir lernen auch immer mehr dazu. Also auch Patrick lernt dazu, weil bei den Big Boys war das sogar die Kleinen, dass da eben der Clip ein bisschen wackelig war und der hatte dann das Titan, die Anodisierung verkratzt. Deswegen haben wir jetzt gesagt, alles einpacken. Was schön ist bei dem User zum Beispiel. Der hat hier einfach so einen schönen Lock, wo man sehr einfach hier öffnen und schließen kann. Also das ist auch für große Hände gut gemacht. Das ist einfach ein kleiner, kugelgelagerter, schöner Begleiter. Ja, ist halt ein PMP Light, weil eins ist klar, der Patrick, der liebt ja lieber die großen Messer. Richtig? Ich möchte es ja wirklich auch einfach... Aber ich muss mich auch anstrengen. Also gut, es geht so. Es ist halt schon so, ich meine, wenn man... Ich 200 für so eins zahlt oder 200 für so eins, nein, okay, kostet nicht 200, aber man hat einfach mehr in der Hand und man kann da... Es ja, kommt einfach wertiger rüber, genau, oder? Genau, ja. Also, aber ich muss euch sagen, mein Favorit wäre hier Dark Sherry und Black, also PVD und PVD Clip. Das wäre mein Favorit, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die Qualität ist. Das ist ein Wahnsinn. Und wenn wir das für 89 Euro in der Gruppe verkaufen können, das wäre natürlich für alle ein Gewinn. Also ich muss euch sagen, so günstig wird es wahrscheinlich auch in den USA oder auch in anderen Shops nicht geben. Aber wir probieren, ich rede jetzt mal mit Patrick, wie wir es machen. Schön, wenn ihr uns Vorschläge geben könntet, welche Farbe. Ich habe euch ein paar Farben jetzt heute im Livestream gezeigt. Wir werden vielleicht nochmal anfragen bei dem Hersteller, welche Farben dann letztendlich möglich sind und dann machen wir nochmal eine Endauswahl. Was wäre die Lieferzeit von den Dingen? Etwa 3 Monate. 3 Monate, also das ist überschaubar. 3 Monate ist heute sogar schon sehr schnell. Jo, okay, also, wie gesagt, ich habe euch mal den Patrick jetzt heute vorgestellt. Und ja, demnächst vielleicht mal auf einer Messe auch zu sehen. In den USA, wie vielleicht auch in Deutschland. Jetzt auf der Knife Club nicht, kann er nicht mitkommen. Aber vielleicht mal irgendwann, also... ich finde ja gut, dass er mehr geredet hat, als ich gedacht habe. Also, ich denke mal, wenn man ihm die richtigen Fragen stellt, der ist ganz zuvorkommend, gut erzogen, aus der Schweiz, aus den Bergen, aus einer der Urkantöne, oder ist Obwalden kein Unterwalden oder Obwalden? Ich glaube schon. Also, ist einer der ältesten Kantöne. Okay, es gibt Obwalden und Nidwalden und beide zusammen sagen meistens Unterwalden so. Ah, okay, gut. Warte. Schaust du noch mal rein, ob noch Fragen sind? Nein, ich glaube nicht. Wir sind ja schon wieder eine Stunde dran. Wir haben schon wieder überzogen. Ich habe jetzt auch nicht alle begrüßt heute, aber ihr habt ja da Verständnis. Wie gesagt, ich versuche mich immer auf die Produkte zu konzentrieren und auf die Themen. Aber ich finde es einfach geil, wenn jemand dabei ist oder vielleicht in Zukunft bei der Moderation mir hilft. Vielleicht machen wir das dann auch mal ein bisschen professioneller, aber es ist halt ein bisschen live aus der Küche hier bei mir. Aber ich mag das irgendwo, weil es ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist realistisch, es ist irgendwie speziell. Ja, also Ludger schreibt, schön, dass er dich mal, nett mal den Patrick kennengelernt zu haben. Das finde ich gut, dass er sich jetzt auch mal gezeigt hat. Und ja,
Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt ein schönes Wochenende. Nächstes Wochenende, wie gesagt, sind wir am Samstag auf der Knife in Solingen. Vielleicht treffen wir dann manche von euch. Wir geben euch den Treffpunkt hier in der Gruppe noch bekannt. Wir werden am Freitagabend schon dort sein und dann am Samstag früh dann auf die Messe kommen und werden dann bis Sonntagmittag bleiben und dann wieder zurückfahren, weil wir müssen ja am Montag wieder viel machen, hoffe ich. Okay, also hast du noch ein Schlusswort? Ja, mich gefreut. Warte, okay. Hat mich gefreut, das erste Mal live zu sein. Dass mich die ganze Welt sieht. Also, die ganze Welt, unsere kleine DFG-Gruppe. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was meine kleinen Hündlis dazu sagen. Die sagen hier, weißt was, es lässt sich sehr gut schlafen hier im Moment. Der ist tiefenentspannt. Das ist unser kleiner Mickey, der Griffon. Also das ist praktisch die Mischung zwischen Fledermaus und Boxer. Und das ist ja unser Kampfhund, die Gina, die alte Dame, die, wenn der schläft, dann habe ich wieder viel geredet. Das merke ich schon, weil da schlaft er da immer ein. Ich hoffe nicht, dass das bei euch auch so ist. Also, wir sehen uns nächste Woche für die, die es schaffen, auf die Knife zu kommen. Ich denke mal so eine Mittagszeit rum, dort irgendwo im Restaurant. Und vielleicht kommt der Patrick irgendwann mal auf eine der nächsten Messen mit. Das war's eigentlich. Und dann geht's ja dann schon weiter nach Frankreich, Thiers, und dann die Woche drauf dann schon nach Atlanta, nach Amerika auf die Blade Show. Da geht's natürlich dann für euch rund, da gibt's dann Berichterstattung rund um die Uhr. Also, Peter, schönes Wochenende. Danke dir auch, Stefan. Ich hoffe, deine Sendung kommt bald an. Ich habe sie ja letzte Woche geschickt. Alles klar und tschüss zusammen. Bis bald. Ciao.